draußen, Mr. Cobblepot. Gut, sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Batman Arkham City. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was, einfach so? Ja, einfach so. Wir spielen hier das Spiel, wo man nie reden darf, weil alle permanent am Quatschen sind. Na, was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Was erkennen? Naja, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterhin mit einer knackigen Bewertung unterstützen würdet. Ich meine, so sportliche 2000 Likes, die kriegen wir hin. Die Batman-Gemeinde. Alright. Der hier drüben steht ganz allein, aber da hinten spaziert jemand rum. Es ist nicht hier! Einen Moment mal. Wollt ihr nicht damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. No! Er muss schnell sein. No, ist das nervig. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ihr habt Pinguin gehört? Zeit zu sterben! Nein! Nein, er dreht sich genau dann um. Ich habe immer so ein Pech in dem Spiel. Aber den hole ich mir jetzt noch. Den werde ich noch ausradieren. Er sieht mich auch! Er klettert hier hoch. Und dahin. So, wir müssen erstmal ein bisschen fliehen. Und hier drüben hin. Mann, dass sie sich immer genau dann umdrehen. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Wenn ich einen coolen Move machen will. Jungs, ihr macht mir echt das Leben schwer. Er ist hier, Mr. Cobblepot. Batman ist hier. Beschäftigt ihn. Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Der geht nirgendwo hin. Okay. Der alte Pinguin weiß, dass ich hier bin. Und wir alle wissen ja, Pinguin... Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? Und Mr. Freeze, das sind keine Freunde. Wenn man Arkham Origins berücksichtigt, dann hat Mr. Freeze den Pinguin eingefroren. Siehst du? Und tschüss. Und ich glaube, der Pinguin ist sehr, sehr nachtragend. Ich meine, der Familie Wayne kann er ja auch nicht verzeihen. Ach Gott, wir machen wieder Akrobatikübungen. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Einer ist weg, Pinguin, Kumpel. Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Haha! Alles zurück! Bitte, ich gebe auf. Oh. Zieh mich an. Ich lass meine Waffe fallen. Okay. Du musst mir nicht wehtun. Okay, du bist echt freundlich. Hey, du gefällst mir, na, Kumpel? Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Toll. Oh, gar nicht gut. What? Das klingt nicht gut. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Ganz großes Kino. Jetzt bin ich hier drin eingesperrt. Huh? So sieht's aus. Endlich haben wir die Codes. Endlich! Und da war noch eine Zelle, die wir öffnen können. Erstmal hier hin. Und hier in Arkham City gibt's dann auch wieder die tollen kleinen Wörter. Weil im ersten Teil war es ja anders. Im ersten Teil hatten wir nur diese Frequenzen. Und jetzt haben wir hier wieder Wörter. Wunderschöne Wörter, denen wir lauschen dürfen. Lauschen? Wörter, denen wir lauschen dürfen? Naja, egal. Ich bin Batman. Das ist meine Antwort darauf.
Sind Sie verrückt? Ich bin Batman. Haben Sie einen Schaden? Batman. Ich sein Batman. Bewachung. Ich liebe die Synchro der Batman-Spiele, weil die einfach so unverschämt gut ist. David Nathan ist halt ein Top-Sprecher, der ganz viele H.P. Lovecraft Hörbücher und Kurzgeschichten vertont. Unbedingt anhören. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also wer Lovecraft-Fan ist, dem kann ich das nur ans Herz legen. Macht richtig Spaß, dem Mann zuzuhören bei den Geschichten. Gut, nix wie raus hier. Raus und ab ins Museum. So. Yo, das nehme ich mal mit. Ich mag die Fähigkeiten ganz gerne. Die Amüsiermeile. Toll. Hat doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Du Bastard. Okay, das war jetzt nicht so Premium vertont. Aber sonst, die Batman-Spiele, super. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Moin. Es kann sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Erzeuger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Das gute alte Protokoll 10. Wir alle sind gespannt. Der Heli dreht hier seine Runden. Ja, als sei eine Bombe explodiert. Vermutlich will jemand den Zugang zu diesem Teil der Stadt blockieren. Sicher der Pinguin. Ergibt Sinn. Könnte jeder von ihnen gewesen sein. Pinguin hätte genug Leute dafür, aber Black Mask auch. Die wollen die Stadt in zwei Hälften teilen. Los, wir sollten sie erledigen. Jokers Jungs eine Lektion erteilen. Nein, wir warten. Warten auf was? Na? Oh. Okay, der Dialog ist vorbei. Ich höre den immer so gerne zu. Weil einige Gespräche sehr, sehr lustig sind. Die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Protokoll 10 tritt in 7 Stunden in Kraft. Wirklich. Dankeschön für diese wunderbare Information. Riesige Tauben. Birdman ist jetzt auch am Start, ne? Pinguin, Huhn sind beides Vögel. Ihr seid beide Idioten. Jetzt haltet die Klappe. Wir müssen uns überlegen, wie wir überleben können. Ohne Vögel. Ohne Vögel. Hast du gehört, dass sie Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich mit ihm getroffen. Woher wusste er davon? Er hat mit Strange irgendein Geschäft gemacht. Deshalb hat er auch Freeze da unten. Tatsächlich? Verdammt, was ist los mit dir? Wieso weißt du von all den Sachen nichts? Was hat der denn? Keine Ahnung, vielleicht war ich da gerade pinkeln. Okay, ich werde dich mal auf den Ich erlöse dich mal. Pinguin hat Freeze unten im Museum. Vermutlich hat er ihn sich geschnappt, damit Joker sauer wird. Du kennst den Boss, er liebt Trophäen. Deshalb will er auch Wayne und Batman. Er hat sogar noch Platz für Catwoman und den Jungen, der immer mit Batman rumhängt. Der Junge, der immer mit Batman rumhängt. Ist es auch. Ah. Jetzt sieh zu, dass Batman. Ich hab auch so einen, der heißt Jones. Die Fledermaus ist hier. Ich bin Batman und Joan ist mein kleiner Robin. Na, Jungs. Ey, 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 jetzt. Ich will hier jemanden verprügeln. Nein. Ich hab... schlägt in die Luft. What the hell? Oh, ist immer viel los hier. In Gotham. Du wirst in Arkham City... Arkham City. Und komm, hol dir einen. Den Knüppeljungen. Dieser Junge, der immer mit Batman rumhängt. Klingt so ein bisschen nach Kinderständer, oder? Aber Batman hat ja auch einen Robin-Verschleiß. Du solltest abhauen, Batman. Batman gibt der Jugend Batman eben Perspektiven. Die anderen sind erledigt. Na klar, lieb Batman. Batman nimmt die Tür.
So bin ich eben drauf. Batman gesichtet. Lass den Batman mal bitte arbeiten, ja? Dankeschön. Was soll das sein? Fossil? Fossil! Stufe 2 Passwort. Mann, die Spiele sind endgut. Das ist Pinguingebiet, du Missgeburt. Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Spider-Man, also vom neuen Spider-Man, die Synchro ist nicht so geil. Leider. Irgendwie kriegen die es nie hin, dass Spider-Man-Spiele sich gut anhören. Wir erinnern uns zurück an Web of Shadows oder die Amazing Spider-Man. Miserabel. So schlimm wird's nicht, aber es wird auch nicht gut. Dabei, what? Bin ich ein Fan des deutschen Synchronhandwerks? Ach. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sache. Sieh mal an. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasser auf. Kann ich hier durch? Wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Kann man das irgendwie zerstören? Jo. Eintrittskarten bekommen in der nächsten ganz besondere Angebote. Warum kann er da nicht durchspringen? Normalerweise bei Glas, oder? Er wird halt alt. Ach, da ist ein Gitter im Weg. Ja gut, das lasse ich mal durchgehen. Willkommen im Cyrus Pinckney Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Und, das ist der böse Pinguin hier drüben. Moment, muss ich jetzt hier nochmal raus? Karte. El Mapo. Ich muss das Ding zerstören. Wenn ich hier durchgehe... An den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich sollte wieder rausgehen und nach Pinguins Störgeräten suchen. Jetzt muss ich hier wirklich wieder raus? Das ist doch fies. Naja, wenigstens höre ich die Alte nicht mehr labern. Gott, ging die mir auf die Nerven mit ihrer Ansage hier. Also, er macht's mir schwierig. Er macht's mir schwierig, der alte Pinguin. Wie funktioniert das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Hey, funktioniert mein Handy? Ach. Nein, 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 Dark Knight. Die sind nicht für dich. Okay, nur Catwoman, alles klar. Nee. Erklärt einiges. Aber das hier drüben jetzt kann ich mir noch holen. Wenn jemand an diesem Turm rumfuscht, ist das unsere Schuld. Mr. Cobblepot mag es nicht, wenn seine Leute Mist bauen. Es ist die blöde Fledermaus. Ja, es ist die blöde Fledermaus. Wegen euch musste ich rausgehen. Und du lässt du die Knarre da. Wegen Typen wie dir muss ein Mann wie ich in die Kälte. Ey, 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 ey. Krankenhaus, mein Freund. Zeit für Krankenhaus. Und komm, Krankenhaus. Und das Kampfsystem von Batman ist halt ein perfekto Mento. In Spider-Man merkt man, die sind Batman-Fans. Das merkt man ganz, ganz deutlich. Das darf man nie vergessen. Wenn man hier irgendwelche komischen Pflanzen sieht, hat man Poison Ivy gefunden. Und das ist grundsätzlich schlecht. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Okay, alle drei Konsolen. Alles klar, kriegen wir hin. Ein Störsender weniger. Was? Ich sollte es gibt noch mehrere von suchen. Denen. Oh, Pinguin. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann fängt's raus.
Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. In den Allerwertesten. Was ist da los? Ich höre dich. Kumpel? Ja, ich will dir helfen. Wo bist du? Oh, da drüben. Okay. Oh! Du bist der Böse. Ich dachte, der Junge mit dem Hoodie. Ein politischer Gefangener? Ja, das ist ein Ried. Kaum zu glauben, dass du mich gerettet hast. Gibt's eine Belohnung? Hast du Geld? Batman braucht ein bisschen Geld. Ich mach den Scheiß hier nämlich ehrenamtlich und das lohnt sich nicht. Arkham City. Trifft eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur feige? Wie sieht's aus? Ich gehe zu Pinguin. So, wo ist denn jetzt hier? Funktioniert es? Der dämliche Sender. Wir werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Na Jungs, oh what the? Ihr habt Knarren? Ihr habt heftige Knarren? Was? Ich muss hier raus. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Holy shit! Wir sind gut ausgerüstet, die Jungs. Hörst du mich? Wach auf! Alter, ich hab die irgendwie eben gerade ein bisschen unterschätzt. Drei Stück leben noch. Das war's. Wir sind erledigt. Ja. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Sterben. Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Nö. Weiter, weiter! Eins, zwei, drei! Okay, komm. Rennt euch. Lasst euch wie ein paar Schulmädchen aussehen. Trennt euch, meine Freunde. Siehst du ihn? Dann gebe ich euch auf die Fresse. Dreh dich bitte nicht um, mein Freund. Denn ich will dir aufs Maul geben. Alles bestens. Der Unterbrecher funktioniert immer noch. Ja, der funktioniert noch. So ein Glück. Ach komm, das hasse ich, wenn die dann so blöd an der Treppe stehen und... Geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. So, jetzt haben wir ihn. Die beiden Muchachos hier drüben müssen noch weg. Was glaubst du, wo er hin ist? Ich bin weg. Deine Mutter jagen. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Okay, die letzten beiden. Kriegen wir. Bleibt der eine unten stehen? Das wäre optimal. Doch nicht sein. Hier drüben liegt noch einer von uns. Das wäre wirklich optimal. Was machst du da? Ich brauche Hilfe. Du kannst mich. Jetzt ist jeder auf sich gestellt. Echt, der geht? Komm mal hierher. Habt ihr Angst? Wer Angst hat, kämpft besser. Wer Angst hat, gewinnt. Wer nicht gewinnt, dem jag ich mehr Angst ein, als er sich erträumen kann. Weg von was? Mir! Verschwinde! Da, dass die mich da wirklich sehen. Da sind die irgendwie cleverer in Arkham City. Das darf nicht wahr sein! Was zum Teufel soll das denn sein? Nochmal! So, der nächste kommt. Ich versteck mich jetzt hier ganz clever. Verdammt, was bist du, Batman? Versuch, was ich bin? Mich zu verarschen. Mensch! Findet ihn! So! Ich bin ein Mensch! Mit einem Cape! Und einer Maske! Und ich trage meine Unterwäsche über meinen Leggings! Das macht mich irgendwie zum Superhelden! Meine geheime Macht, ich bin lächerlich angezogen! Oh, endlich. Das Ding ist aus. Und gibt es noch einen oder waren es nur zwei? Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden?
Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Dann holen wir uns den letzten Sender. Der macht mir echt das Leben schwer. Der alte Pinguin. Schickt sie runter, um einen weiteren Kommunikationsunterbrecher aufzustellen. Ich schätze, er versucht immer noch Batman dran zu kriegen. Gute Nacht. Es ist Batman. Hey, du mit dem Knüppel. Worauf wartest du noch, Batman? Eigentlich will ich ja gar nicht auf die Fresse geben, denn du bist gar nicht mein Problem. Aber ich gebe dir trotzdem auf die Fresse. So, ich brauche mehr Panzerung. Dankeschön. Nur mal sagen, mehr nicht. Haben die Knarren? Natürlich haben die Knarren. Warum haben die alle Knarren heutzutage? Ich muss da runter, oder? Yes, Sir! Früher habe ich immer gespielt, als ich noch klein war. Diese Art hat sich kaum verändert. Ich muss da wirklich runter. Alles klar. Gehen wir mal rein. Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der... Die funktionieren schon. Nicht vergessen, die haben alle hier ihre Herzschrittmacher an und sind immun gegen Bewusstlosigkeit. So, muss ich hier rein? Hier durch? Hier geht schon mal nicht durch. Aber hier geht's durch. Irgendwelche bösen Buben am Start. Moment. Hier lang. Größer als erwartet. Der Schuppen hier unten. Warte mal, was ist denn das hier drüben? Kann ich da ran? Nein. Ist nicht möglich. Ich kann hier unten durch, aber ich kann auch hier oben eventuell. Ja, hier geht's auch weiter. Okay, ich denke mal, hier kann ich sliden. Guter alter Betsy Power Slide. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Da, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Oh, Solomon Grundy. Ich liebe Solomon Grundy. Ist eine geile Figur im DC Universe. Eine richtig geile Figur. Nicht nur bei Batman, sondern auch bei anderen. Solomon Grundy. Gibt es ganz hervorragende Comics. Müsst ihr lesen. Könnt ihr mir vertrauen. Ich habe Ahnung davon. Oh, was war das? So kurz. Hui! Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Na dann, bin ich ja mal gespannt. Wollt ihr, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen? Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Bat? Was? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Sehen die mich da unten? Es sind nur die drei Stück. Und der da. Betsy, du musst da hoch. Hier ist da lang. Und dann hier rüber. Und dann nochmal hier rüber. Er ist weg. Ich hab und dann hier rüber. Ja, ich bin weg. Okay, das sind vier Mann. Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Alter, die zerschießen die, oder wie? Frech. Mega frech. Oder jetzt? Ey, du hättest eigentlich eben gerade deinen Kollegen hier erschlagen müssen. War so eine Move. Ist er hin? Sag mir mal jemand, wo er ist. Wo bin ich?
Lauf in meine Richtung und ich zeig's dir. Alles klar, du läufst nicht in meine Richtung. Na dann halt so. So, einer weniger. Und wir gehen wieder hier ins Verborgene. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. So, wo will der hier hin? Okay, wieder hoch. Hier drüben, sofort. Ich habe einen gefunden. Soll ich ein bisschen Action machen? Weil die sind halt echt stark, ne? Komm, wach auf. Verdammt, der ist bewusstlos. Die können dich schon ganz gut umhauen, die Dudes. Der verarscht uns nur. Wie macht er das? Ach, halt's Maul, wir müssen weitersuchen. Magie. Für tot. Was ist los? Das ist pure Magie. Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Och komm. Ich will hier so einen coolen Move machen. Aber der eine würde es sehen. Okay, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Komm, irgendjemand muss doch wissen, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Weißt du es auch? Ich kann ihn immer noch nicht holen. Put, 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 put. Haha! Und tschüss. Betsy, du musst dich verpieseln. Und hier drüben hin, schnell. Beeilung, er ist da lang. Alter, er hier mit seiner Shotgun. Krasser Lude. Batman, was machst du denn? Du sollst ihn umschruppen. Er macht irgendwelche Aerobic-Übungen. Dabei soll er dem hier schön auf die Backen geben. So. Danke. Und hier drüben nochmal rein. Schön rein mit der alten Batman-Fist. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Wir kommen endlich rein. Ins Museum. Was bringt mir eigentlich dieses Ding hier? Wenn ich damit die Waffen wegziehen können? Wäre witzig gewesen, ganz ehrlich. Na, kommt jetzt Solomon Grundy und frisst mich? Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hätte jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Die sind tot. Batman tötet. Neue Info, nur für dich. Ich bin unter die Killer gegangen. Abteil. Und was öffnet sich hier? Oh, sexy. Moment, hat sich da hinten noch was geöffnet? Hat sich irgendwie so doppelt angehört. Ja, hier drüben. Aber ich glaube, das führt auch nur nach oben, oder? Telefon? Es gab auch Telefone. So, da oben sind wieder ganz, ganz viele böse Jungs. Ich will die ignorieren. Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit denen hier zu messen. Wusstest du nicht, dass Batman an den Störgeräten nicht vorbeikommt? Hatte ich. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Pinguin sagte das. Vorsicht! Batman ist hier! Echt? Sehen die mich so gut? Entdeckung! Es ist Batman! Ja, ich bin's. Batman. Na, hat die kleine Fledermaus Angst? So, mein Freund. Und du noch ein bisschen. Jeder bekommt Schläge. Aber natürlich. Jeder bekommt seine Schläge. Ich lass doch niemanden hängen. Hey.
Jeder braucht doch seine richtige Portion Fresse. Und zwar auf die Fresse. Butz. Bams. Kannst du liegen lassen, Kumpel. Und Spagat. Gut. Damit ist die Folge vorbei. Wir marschieren hier noch rein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Ein bisschen Fledermausliebe. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.